Die Wissenschaft ist ganz schön unter Beschuss derzeit, nicht zuletzt durch den amerikanischen Präsidenten. Und in meinen Augen befindet sich die Wissenschaft in der Situation, ja, wo sie doch deutlich untergraben wird, wo ihre Autorität in Frage gestellt wird und wo am Horizont die Gefahr droht, dass der Gesellschaft die Fakten abhanden kommen und man sich auf nichts mehr einigen kann. Wann ging es der Wissenschaft schon mal so schlecht wie jetzt? Wahrscheinlich in eine andere Medienrevolution Mitte des 17. Jahrhunderts und aus ähnlichen Gründen. Das heißt, die Wissenschaftler haben die Kontrolle von dem Medium verloren. Es war wie im Zeitalter von dem Internet möglich für alle Leute plötzlich mit der Druckerei Fake News sozusagen in die Welt zu schicken. Mit der Druckerei, ja. Genau. Und es hat vielleicht 100 Jahre gedauert, um Konventionen der Publikation zu etablieren, sodass man, sagen wir, wissenschaftlich begründete Behauptungen von völlig erfundenen Behauptungen unterscheiden konnte. Man kann nur hoffen, dass es weniger als 100 Jahre mit dem Internet dauern wird. Haben Sie denn das Gefühl, dass auch wenn die Wissenschaft damals durch den Buchdruck unter Feuer stand und sich neu erfinden und rechtfertigen musste, dass das der Wissenschaft unterm Strich gut getan hat? Letztendlich ja. Und ich sage Ihnen warum. Ein anderer Grund, warum die Wissenschaft sich unter Beschuss findet, hat nichts mit dem Internet zu tun, obwohl es dadurch verstärkt wurde, sondern mit der Autorität der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat den Eindruck vermittelt, insbesondere vielleicht im biomedizinischen Bereich, eine Art Sicherheit anzubieten. Diese Art Sicherheit ist nicht mit dem wissenschaftlichen Fortschritt zu vereinbaren. Das heißt, wenn man behauptet, dass man die ewige Wahrheit hat und morgen diese ewige Wahrheit im Licht von neuer Forschung revidieren muss, kann man schon verstehen, wie bei dem allgemeinen Publikum die Wissenschaft ihre Autorität verliert. Die Wissenschaft muss in der Lage sein, ihre Ergebnisse mit Unsicherheit zu vermitteln. Das ist die Dynamik der modernen Wissenschaft. Es ist der große Vorteil der modernen Wissenschaft, dass es Fortschritt gibt. Aber dieses erfordert einen neuen Begriff von Wahrheit. Aber das fand ich ja zum Beispiel an dem letzten IPCC-Bericht ganz interessant. Also an diesem dem Bericht dieses Wissenschaftlergremiums, das im Auftrag der UN, sagen wir mal, rund 6000, glaube ich, Studien zum Klimawandel zusammengefasst hat. Und da waren Erkenntnisse, die dieses Wissenschaftlergremium, sagen wir mal, aufgeschrieben hat, immer mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Richtig, genau. Das meinen Sie? Das ist, was ich meine. Und ich glaube, das liegt nicht so fern von unserem Alltagsleben. Jeder von uns lebt tagtäglich mit Risiken. Wir sind daran gewöhnt, natürlich, unser Leben trotz solchen Risiken durchzuführen. Und die Wissenschaft muss in der Lage sein, solche Unsicherheiten zu übersetzen. Unsicherheit heißt nicht Unwissen. Wir müssen eine Sensibilität entwickeln für Graden von Wahrscheinlichkeiten. Dann gibt es aber auch nicht die Wahrheit, oder? Also wahrscheinlich im ewigen Sinne von Platon nur in der Mathematik. Aber in der empirischen Wissenschaft, wo es Fortschritt gibt, wahrscheinlich nicht. Und selbst in der Mathematik, wo es Fortschritt gibt, wir denken mal an nicht-euklidische Geometrie, gibt es eine Revision von alten Wahrheiten, die euklidischen Wahrheiten. Der Preis für wissenschaftlichen Fortschritt ist eine bestimmte Maßnahme von Unsicherheit. Was würden Sie denn der Wissenschaft empfehlen? Wenn jetzt Politiker, sagen wir mal, immer angeführt von Trump, aber die gibt es ja nicht nur da, sondern auch in Europa und auch nicht nur Politiker, die der Wissenschaft, sagen wir mal, fundamental absprechen, überhaupt noch
verwertbare, sagen wir mal, belastbare Ergebnisse zu liefern, sondern es ist immer alles relativ. Ja? Die sagen das, die sagen das. Was wissen wir schon? Ja? Ich sage euch, wo es lang geht. Wie soll die Wissenschaft darauf reagieren? Ich glaube, die Wissenschaft soll sagen, es gibt Graden von Wahrscheinlichkeiten in unserem Wissen. Und die Wissenschaft soll in der Lage sein, zu erklären, warum das Wissen von der Wissenschaft besser begründet ist als die Behauptungen von jemand wie Donald Trump. Ich glaube, das ist völlig machbar, aber die Wissenschaftler sind daran gewöhnt, eher miteinander zu kommunizieren und nicht mit einem großen Publikum. Die Tatsache, dass die Wissenschaft hauptsächlich in fast allen westlichen Ländern von öffentlichem Geld finanziert wird, verpflichtet uns Wissenschaftler zu lernen, wie wir unsere Ergebnisse und wie nicht nur unsere Ergebnisse, sondern unsere Methoden kommunizieren können. Aber wenn ich mir vorstelle, ne, und das ist beim IPCC ja auch passiert, dass Wissenschaftler Ergebnisse nicht als wahr oder falsch präsentieren, sondern als höchstwahrscheinlich zutreffend, dann kommen Leute wie Trump und sagen, habe ich euch doch immer gesagt, und drehen diese wissenschaftsinhärente Unsicherheit und überspitzen sie in eine, es ist eh alles unklar, wir wissen nichts, ja, nichts ist sicher, und säen damit Unsicherheit, die sie dann wieder in Angst ummünzen und ausnutzen können. Wie soll man damit umgehen? Ich glaube, Sie unterschätzen die Intelligenz der Bürgerinnen und Bürger. Jeder von uns ist in der Lage, zwischen Graden von fundiertem Wissen zu unterscheiden in unserem Alltag. Wir haben normalerweise ein höchst raffiniertes Spektrum von Urteilskraft, um dies zu tun in unserem Alltagsleben. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute wie Donald Trump meinen, entweder ist etwas 100% absolut ewig sicher oder es zählt überhaupt nichts. Ich glaube, die allerwenigsten Leute würden das als einen gangbaren Weg für das Alltagsleben sehen. Können Sie noch ein gutes Beispiel nennen, was vielleicht Vorbild ist für Wissenschaftskommunikation? Oder einen Umgang damit? Ja, also ich glaube, und das ist auch in einer politischen Schwanzsituation, was jetzt passiert ist in der Evolutionsbiologie in den Vereinigten Staaten. Wie Sie wissen, seit langem stehen die Evolutionsbiologen in den Vereinigten Staaten unter Schuss von religiösen Gruppen. Und die haben sich organisiert, öffentliche Vorträge zu präsentieren, um ganz klar darzustellen, was die Prinzipien des Wissens sind und insbesondere, woher wissen wir das? Was sind die Beweise? Und insbesondere auch nicht nur dieser Beweis oder jener Beweis, aber die Verflechtung von vielen Beweisen, die miteinander konvergieren. Ich glaube, das ist eine ziemlich erfolgreiche Methode. Das glauben Sie, oder gibt es da Empirie, die sozusagen die Wirkung dieser Vorträge irgendwie messbar macht? Also man kann nur wirklich von politischen Schlachtfeldern reden. Als es den Creationist in Kansas gelungen ist, Creationism als eine gleichberechtigte Theorie in die Schulen zu bringen, gab es natürlich andere Bundesstaaten, die dieses Beispiel folgen wollten. Man hat diese Bewegung mehr oder weniger gestoppt. Das ist der empirische Beweis für den Erfolg. Okay. Hoffnungsvolle Note zum Schluss. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Die Videos gibt es auf dctp.tv und beim YouTube-Kanal von dctp. Danke fürs Zugucken.